Hi Leute, endlich ist es soweit, wir können die Unimog-Teile schön fertig lackieren. Zuvor muss ich aber erst ein paar Vorbereitungen machen, und zwar, dass sich der Staub nicht vom Boden aufwirbelt, tue ich jetzt die ganze Fläche hier erstmal wässern. So bindet sich der Staub am besten unten im Wasser und wirbelt es dann nicht auf, wenn ich am Lackieren bin. Bei der Grundierung habe ich es nicht gemacht, für die Leute, die es interessiert, wie ich grundiert habe, hier findet ihr das Video, wie ich es grundiert habe. Weil da ist es mir dann egal, weil die Grundierung sowieso geschliffen wird. Und wenn da noch kleine Staubeinschlüsse oder kleine Partikel sind, ist das egal. Nur beim Endlack, da wäre es dann natürlich fatal. So, und als nächstes, da wir das Staubproblem jetzt behoben haben, fangen wir an, die Teile zu reinigen. Wie ihr seht, habe ich mir ein kleines Zeltchen aufgestellt. Das heißt, wir sind hier quasi in einem geschlossenen Raum, schlecht belüftet. Daher werde ich jetzt mit dem Silikonentferner alles schön sauber abwischen, aber ich ziehe mir eine Maske an. Also, let's go! Als nächster Schritt haben wir es jetzt trocknen lassen. Der Silikonentferner ist jetzt komplett trocken. Die Teile sind soweit staub- und schmutzfrei. Als nächstes gehen wir hier jetzt über die Teile, beziehungsweise da, wo es halt jetzt sehr schön werden muss, falls noch mal kleine Staubpartikel drauf sein sollten, mit einem sogenannten Honigtuch drauf. Alle meine Materialien, die ich benutze, versuche ich alle wieder unten zu verlinken. Schaut da gerne mal nach, wenn ihr da irgendwas braucht. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Ich möchte noch ganz kurz noch was erklären. Ich bin ja hier in einem Zelt, da wird sich dann natürlich ein Haufen Lacknebel dann bilden. Ich habe hier einen kleinen speziellen Ventilator, der ist ex-geschützt. Ex-geschützt, warum? Weil das sind ja dann Gase, die sind leicht entzündlich. Da sollte man nicht einen offenen Ventilatormotor oder sowas haben. Das heißt, der ist komplett geschlossen, gekapselt, der Motor. Da kann jetzt durch eine Funkenbildung jetzt nicht hier auf einmal eine Zündung entstehen und mir hier das ganze Zelt in die Luft jagen. Hinten dran klebe ich dann immer so ein spezielles Vlies, so ein Filter, wo die Lackierbetriebe benutzen. Kann man ganz normal im Internet kaufen, schneidet man dann zu, kann man dann da drauf machen. Das stelle ich mir dann hier draußen vor den Eingang hin, dass mir hier die Luft dann schön reinzieht. Weil mein Zelt ist ja überall ein bisschen offen, das heißt, überall bekomme ich ganz leichten Luftstrom von außen rein, aber mein ganzer Lacknebel geht raus. Natürlich, das sind alles nicht ideale Bedingungen. Man könnte jetzt sagen, ja, aber dann kommt Staub von außen rein. Das ist richtig. Aber wenn man das extrem perfekt haben möchte, müsste man in eine Lackierkabine gehen, wo man dann absolut abgeschottet ist von jeglichen Möglichkeiten, irgendwohin Staub reinzukriegen. Und selbst da ist man nicht immer ganz davon befreit. Da muss man dann auch wieder solche kleinen Einschlüsse dann wieder rauspolieren und rausschleifen. Dieses Honigtuch nimmt da immer Nitrilhandschuhe. Die lösen sich dann nicht auf mit Lösemittel, also auch wenn ihr dann lackiert, das ist am besten. Dann kann man das hier schön anfassen mit dem Honigtuch. Da muss man danach dann nicht nochmal reinigen. Also das ist jetzt wirklich ein Finish. Das ist speziell für Lackierungen ist das geeignet. Da kann man dann hier leicht drüber wischen. Da wischt man echt nur leicht drüber. Da sammelt sich dann noch kleine Flusen oder kleine Staubreste, die jetzt hier noch auf dem Lack haften. Das mache ich jetzt allerdings nur da, wo es halt wirklich schön sein soll, wo man das sehen könnte an der glatten Stelle. Da beim Guss ist es dann sowieso rau. So, nun gehen wir ins Lackmischen dran. Dazu habe ich hier wieder meinen Ständer, meine Lackierpistole. Das ist eine High Volume Low Pressure Pistole, das habe ich auch schon in einem anderen Video erklärt. Das heißt, wenig Luftdruck, aber viel Durchfluss. Ganz wichtig, ein Lacksieb. Mein Lack, das ist Erbidol Kunstharzlack in meinem Fall. Das ist jetzt ein sehr schwarzer Hochglanzlack, der sich auch sehr gut verteilt, eine dicke Schicht auch bildet und dann dadurch auch sehr resistent gegen Kratzer und gegen Schläge ist. Natürlich, das Zeug muss man immer schauen, wie mischt man es an, soll man immer nach Hersteller dann auch schauen. Was für Spritzdruck wird hier gegeben, wie viel Verdünnung muss man dazu geben, da steht dann alles hier drauf. In meinem Fall ist es jetzt eben
Hochglanz Schwarz und härter Verdünnung. Dazu brauche ich noch ein Gefäß und einen Rührstab. Dann kann man hier diese ganzen Klammern wegmachen. Und dann müssen wir als erstes mal die ganze Farbe hier richtig aufrühren. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr alles vernünftig aufrührt. Wenn ihr da jetzt mit dem Rührstab reingeht, die Farbe wird geliefert, die steht hier schon relativ lange. Da setze ich dann unten eine richtig dicke Schicht ab. Die muss richtig gut aufgerührt werden, dass sich diese ganzen Farbpigmente alle schön in dem Lack lösen. Ich lege mir dann immer noch hier ein Tuch drunter, dass ich hier dann auch keine Probleme habe, wenn ich hier rumklecker. Ich will mir ja nicht meine Werkbank versauen. Oh, bei der hier geht es jetzt sogar noch. Aber man sieht jetzt hier, dass jetzt hier unten eine richtig dicke Schicht dran ist. Das ist das, was man jetzt ziemlich gut aufrühren muss. So, ich denke, das ist jetzt in dem Fall hier gut. Hier wird jetzt angegeben, 10% Verdünnung soll man reingeben. Also härter Verdünnung 18. Das ist jetzt genau das hier. Ich brauche jetzt für meine Teile natürlich schon noch ein bisschen was. Hier in dem Fall kann ich jetzt schon gleich ein bisschen mehr anrühren. Normalerweise fülle ich dann immer so 300 Milliliter. Hier werde ich dann jetzt schon mal 500 Milliliter abfüllen. Und wenn ich später noch ein bisschen was brauche, mische ich mir das nochmal nach. Jetzt muss ich hier natürlich noch auf die Skala schauen. Das wäre noch wichtig. 1:1. Ich kann jetzt hier auch bis auf 600 gehen, dann habe ich hier auch eine schöne Markierung. Also hier bei den Teilen brauche ich ja schon noch einiges an Lack. Von dem her kann man dann hier auch schon gleich mal ein bisschen was anmischen. So, jetzt mache ich mir das hier wieder schön zu, dass hier nichts trocknet. Wobei der hat eine recht lange Topfzeit. Das heißt, sie braucht recht lange, bis sie abbindet und bis sie dann anfängt, dick zu werden. Sind wir da ein bisschen über dem Strich? Jetzt gehen wir da auch noch ein bisschen drüber. So. Da müsst ihr natürlich dann immer auf die Skalierung schauen von euren Rührbechern. Da gibt es ja unterschiedliche Typen, verlinke ich euch auch alles unten. Aber da könnt ihr eigentlich jeden möglichen Becher nehmen. Ihr müsst einfach nur schauen, was da die Skalierung alles hergibt. So, endlich können wir loslegen. Wichtig ist jetzt noch, die Maske anzuziehen wegen den ganzen Dämpfen. Ich gehe jetzt hier überall mit zwei Schichten drüber. Das heißt, die erste Schicht wird jetzt angenebelt. Dann wird man das ungefähr 10, 15 bis 20 Minuten ablüften lassen. Das hat den Vorteil, dass dann eine leichte Klebeschicht vorhanden ist, dass wenn man dann die Decklackschicht drauf macht, dass es nicht irgendwo hinwegläuft und sich dann eventuell unschöne Tropfnasen bilden können. Wie gesagt, Maske aufziehen wegen den Dämpfen und eine Mütze, dass der ganze Nebel nicht in den Haaren klebt.
So, nun ist es soweit. Wir haben jetzt den nächsten Tag. Gestern ist noch ein bisschen spät geworden. Da muss ich mich noch ein bisschen beeilen, bevor es dunkel wird, weil man sieht ein bisschen schlecht. Ich habe jetzt alles zweischichtig schön lackiert. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Sachen sind schön trocken, schön glatt, glänzend, so wie ich das haben wollte. Ich werde jetzt noch im Nachgang die anderen kleinen Teile lackieren. Das heißt, ich räume das jetzt weg und dann lackiere ich die anderen Teile. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, auf Restauration und Technik. Da poste ich dann hier und da mal was, wenn ich immer so nebenher was mache. Könnt ihr mal schauen, was ich da sonst mache, weil ich mache jetzt vielleicht nicht immer über alles ein Video. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr gerne mir ein Like da lasst oder schreibt doch gerne was in die Kommentare. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.